In den alten Tagen, als die Wellen des Nordmeeres wild toben und die Winde über die raue Landschaft heulten, lebte ein tapferer Stamm von Wikingern, bekannt als die Vorväter der Jungmachguri. Ihr Leben war geprägt von Mut, Ehre und dem unerschütterlichen Glauben an die Götter der nordischen Mythologie. Doch eines Tages drang eine finstere Macht in ihre heilige Gefilde ein, ein Wesen ohne feste Gestalt. Dieses unheimliche Wesen hatte die Fähigkeit, sich in die verschiedensten Gestalten zu verwandeln und brachte Tod und Zerstörung über das Land der Stämme. Was machen die da? Wer sind die? Was haben die da? Was haben die für komische Gewänder an? Sind die Dämonen? Die Geister? Nein. Sind sicher Geister? Geschätzte Krieger und tapfere Seelen. Wer ist das? Hört mir zu, ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Ist der Dorfeld? Ist der Hakon? Ich kenne den. Du bist zu ihm. Ah, gleich noch einen. Danke vielmals, ja. Ja. Merci. In den alten Zeiten sind viele dieser Wächter in das Buch hier geworden. Darunter der gefährliche Dämon namens Arnaros. Genau der, wie die Vorfahren haben versucht, den Eben zu verschließen. Doch die Unachtsamkeit von zwei Menschen. Hallo? Hallo? Haben das Buch geöffnet und den Dämon Malgord freigesetzt. Jetzt rufe ich euch, tapfere Krieger und Helden, auf, sich zu vereinen. Wir müssen alte Wege finden, auf den Margot zu besiegen. Aber wir brauchen auch die Hilfe der Bewohner von dieser Zeit. Hey, wir sind da hinten! Wo ist echt der Fischer? Was? Fisch?